Hallo Leute, willkommen bei den Tabletop-Rebellen. Wir zeigen euch heute hier die Mystery-Figuren-Boxen von Walt Disney zum 100. Geburtstag. Nachdem wir letztes Mal ja so viel Glück hatten mit Stitch, habe ich die magischen Hände walten lassen und mal versucht, die anderen Figuren, die wir gerne haben möchten, rauszufühlen. Mal sehen, ob ich recht hatte. Also, los geht's. So, und jetzt öffnen wir die erste Box. Das macht erstmal meine Frau jetzt. Wir hoffen, dass da eine Mini oder ein Mickey drin ist, so vom Gefühl her. Wir lassen uns überraschen. Trommelwirbel. Und yay! Fokus, Fokus. Still halten, Fokus. Yay, eine Mickey. Wie süß. So, nächste Box. Selbes Spiel, Mickey oder Minnie. Wollt natürlich beide, wenn es geht. Und. Ah, trotzdem, einfach süß, ne, Mickey. Die zweite. Okay, jetzt müssen wir die anderen Boxen öffnen. Hier hoffen wir auf eine Grinsekatze. Yay! Glück gehabt hier vorne. So, Fokus. Die Grinsekatze. Schaut mal, wie süß, wie sie in die Kamera grinst. Hihi, im Arsch. So, und die nächste. Nun mach du weiter. Alles gut. Das war, glaube ich, unser Special Pack. Das haben wir einfach so gezogen. Wussten nicht, was drin ist. Eine Special-Figur! Hier vorne. Schaut mal, ne? Ich muss ein bisschen höher wegen dem Fokus. Fokus. Schaut mal, so sieht eine von den Special-Figuren aus. Yay! Man muss auch mal ein bisschen Glück haben. Es gibt genau zwei Special-Figuren in dem Pack. Zeig. Da, diese zwei. Und wir haben eine davon. Der Lokführer-Mini. Mickey Mouse. Cool. So, und das letzte Pack. Ja, da. Und jetzt geht's los. Oh. So. Was wird's? Alice! Cool, wir haben die Grinsekatze und Alice. Sau cool. Ich tue mal wieder hoch. Fokus. Fokus. Da, die süße Alice. Mit ihrem Kleidchen. Mit Schleife hinten. Ja, super toll. Dann, damit auch ihr keine weiteren Videos verpasst, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, klingelt das Glöckchen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.